Und Rüdiger Luding wird Basketballmeister 1974 ist. Die Fans des SSV Hagen feierten ihr Team jedenfalls schon während des gesamten Spiels wie den neuen Meister. Denn die Aufholjagd des Titelverteidigers USC Heidelberg fand in der ersten Halbzeit nicht statt. In der zweiten Halbzeit 35:35 nach etwa 2,5 Spielminuten. Martinek hatte einen Freiwurf zum Ausgleich verwandelt. Strüven und wiederum 2 Punkte für den USC Heidelberg, der in Weiß von links nach rechts spielt. Rupp verliert diesen schon beinahe eroberten Ball wieder. Einwurf für Hagen. Mit der Nummer 12, das ist Jimmy Wilkins, der seit Saisonbeginn in Hagen spielt. Er ist der Star der Truppe. Vor allem ihm verdankt es die Mannschaft, dass sie ins Finale vorgedrungen ist, denn solche Körbe vermag in der Bundesliga fast nur er zu werfen. Rupp verfehlt und neue Chance für Hagen. In der ersten Halbzeit ein sehr, sehr hektisches, zerfahrenes Spiel. Allerdings sehr, sehr kampfstark, beide Mannschaften. Diese Szene war typisch, vor allem für Bilder in der ersten Halbzeit. Wilkins und Strüven stritten sich hier um den Ball. Keiner konnte den Ballbesitz eindeutig für sich erringen, deshalb Sprungball. Das Spiel findet tatsächlich in Heidelberg statt und nicht etwa in Hagen, aber in der Halle mindestens die Hälfte der Zuschauer aus Hagen gekommen. Nationalcenter Keller mit einem sogenannten Dunking. 2 Punkte Vorsprung für Heidelberg. Spielstand 39:37. Hagen über Grüßmann und Pollex, die heute sehr, sehr gut das Spiel machten. Trotz Fouls ein Korberfolg für Martinek. Wieder Riefling, der Spieler mit der Nummer 15, und der Amerikaner Welz für den USC Heidelberg. Er brachte auch heute nicht die erhoffte große Leistung. Mit 6 Punkten, das heißt 3 erfolgreichen Korbwürfen, musste er sich begnügen. Wieder Wilkins, Jochen Pollex, Wilkins. Welz schien heute sehr, sehr nervös. Offensichtlich war die Überraschung, dass der SSV Hagen in der Heidelberger Halle mehr Zuschaueranfeuerungsrufe erhielt als der heimische USC, den Heidelbergern etwas auf die Nerven gegangen. Es war wieder Wels und Steiger verfehlt. Fantastisch, wie dieser nur 1,82 Meter große Spieler Rebounds holt, über das ganze Spielfeld dribbelt und mit Erfolg einen Wurf abschließt. Keller, trotz Fouls, Ausgleich 43:43. Und wieder Wilkins mit einem Sprungwurf aus gut 8 Meter Entfernung. Er scheint in der Luft manchmal stehen zu bleiben. Riefling. Grüßmann an Strüven vorbei. 48:45. Ein Drittel der zweiten Spielhälfte war vorbei. Der SSV hatte nicht nur seinen Vorsprung gehalten, sondern sogar noch erweitert. Und Rupp verkürzt. Heute mit 14 Punkten zweitbester Werfer beim USC Heidelberg. Thank you.
Jochen Pollitz. Über 80 Länderspiele hat der Hagener. Heute zeigt er eines seiner besten Spiele im Vereinstrikot. Und hier knapp 3 Minuten vor Spielende, 66-64 für den SSV Hagen. Das Spiel, das kann man vorwegnehmen, war gelaufen, obwohl Hagen die letzten Minuten ohne Martinek und ohne Wilkens durchstehen musste. Denn die beiden hatten ihr Foulkonto überzogen. 68-64. Die Freude über den Gewinn der Meisterschaft stand den Hagenern ins Gesicht geschrieben. Ballverlust von Schöpf. Jochen Pollitz zu seinem Bruder Günther. 70-64. In der Schlussminute kaum noch eine Chance für den USC Heidelberg, dieses Spiel zu gewinnen. Die Chance, deutscher Meister zu werden, war ohnehin vertan. Trainer Trapp und seine Mannschaft waren das eben. Grüßmann versucht hier Zeit zu gewinnen. Die letzten Sekunden sind bereits angebrochen. Die Hagener zählen bereits mit. Es war der letzte Wurf auf den Korb. Günther Pollitz verfehlte hier. Und Keller übergibt Jochen Pollitz den Ball. Das war in der Schlusssekunde. 70-64. Neuer deutscher Meister, der SSV Hagen, der von seinen Fans begeistert gefeiert wurde. Woher so viele Leute so schnell auf das Spielfeld von der Tribüne herkommen, ist manchmal unbegreiflich. Die Heidelberger etwas niedergeschlagen. René Leczewski ist das mit dem Handtuch. Keller. Trotz eines großen Spiels nicht deutscher Meister geworden. Immerhin 22 Punkte erzielte der lange Nationalcenter. Mit seiner Leistung konnte er durchaus zufrieden sein. Und so feierten die Hagener ihre Matadore. Martinek. Und Jimmy Wilkens. Ja, Dietrich Keller, Sie sind ganz gefasst. Nein, es war ein schönes Spiel und die haben schon verdient gewonnen. Ja. Es war eine Werbung für den Basketballsport. Und war heute die bessere Mannschaft, wie am letzten Samstag auch? Ja, am letzten Samstag hatten wir Pech gehabt, da waren sie nicht besser, da waren wir ein bisschen schlechter. Aber da waren sie nicht gut, aber heute waren sie besser. Und es war ausschlaggebend und sie haben verdient gewonnen und ist okay, die Sache. Finde ich nett, dass Sie das sagen. Wir sind mal einen Augenblick stehen geblieben, damit Sie mal seine volle Länge ausspielen können. 2,08 Meter sind Sie groß. Jawohl. Setzen wir uns. Gut, danke. Sieht ein bisschen besser aus für mich. Ja, das macht nichts. Ich muss auch kleine geben. Ja. Ich fand es auch sehr sportlich und sehr nett, wie Sie dem Jochen Pollitz da den Ball übergeben haben. Irgendwann muss man dann anerkennen, die waren besser. Ja, ja. Die haben verdient gewonnen und dann ist es vorbei. Ja, es war so. Man hat im Spiel schon gemerkt, dass es sehr schwer würde, zu gewinnen, vor allem dann 13 Punkte aufzuholen. Das ist halt unheimlich viel. Dann haben sie dann den Wilkens dabei und der hat dann Amerikaner. In der entscheidenden Phase hat dann immer wieder einen Punkt reingestreut. Wir waren mal mit 6 Punkten weg. Wenn es dann 8 oder 10 geworden wären und die Schiedsrichter vielleicht ein bisschen gut gepfiffen hätten, dann hätte es vielleicht geklappt. Ja, oder? Ja, Sie haben am letzten Samstag schon sehr auf die Schiedsrichter geschimpft. Waren Sie diesmal denn besser, Ihrer Meinung nach? In der ersten Halbzeit waren sie nicht gut, in der zweiten Halbzeit war es ganz okay. Mhm. Aber in Hagen war mir sehr unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Aber man ist mir ein bisschen subjektiv bei so einem Spiel und nach dem Spiel legt sich das wieder und dann sieht man das ganz objektiv. Der USC Heidelberg, dem Sie seit 2 Jahren, glaube ich, angehören, war insgesamt 8-mal deutscher Meister. Ja. Ich glaube, es tut dem Basketball eigentlich ganz gut, dass jetzt mal eine andere Mannschaft rankommt, oder nicht? Aber das kann ich nicht sagen als Heidelberger. Das heißt, kein Heidelberger, aber als Wahlheidelberger. Sie sind ja Mainzer. Ja, ja. Als Mainzer können Sie es sagen. Ja, gut, okay. Ist es nicht ein Gewinn, finde ich, für den Basketball,
dass die ganze Sache vielleicht so ein bisschen professionellen Charakter gibt. Man weiß ja, dass professionellen Charakter, das sind bei einigen Spielern vielleicht, die von Übersee hergeholt werden. Da wird es ein bisschen profihafter, aber bei uns doch nicht. Aber es ist ein Gewinn, dass so eine Stadt wie Hagen, wo der Sport irgendwie ein bisschen in der Mode ist, ich weiß auch nicht wieso, aber die haben ein unheimliches Nachholbedürfnis, dass die dann beim Basketball so engagieren. Das ist für den deutschen Basketballsport eine große Sache. Finde ich da auch. Ja, es sind eine Menge Geschäftsleute in Hagen, die sich das etwas kosten lassen, den SSV Hagen zu unterstützen. Geld spielt ja überhaupt beim Basketball wohl eine Rolle, zwar hinter den Kulissen, aber dennoch, was verdient eigentlich ein guter Basketballamateur? Das weiß ich, bei welchem Sport spielt Geld keine Rolle heutzutage. Aber ich kann ja, glaube ich, für den deutschen Basketball sagen, dass für die deutschen Spieler kaum was drin ist zu verdienen. Wenn sie da mal ein bisschen Geld bekommen, das geben sie auch gleich wieder aus. Dann ja, aber wenn so Amerikaner rübergeholt werden, wie Wilkins bei Hagen oder Welz in Heidelberg, die kommen doch nicht ihre schönen Augen wegen zum Beispiel. Und die arbeiten ja auch nicht auf dem Bau oder so. Ich weiß nicht, ob sie so viel Geschmack haben, ob sie wegen meinen Augen dann kommen, aber die kommen natürlich, um was zu verdienen. Die wollen vielleicht auch ein bisschen Deutsch lernen, aber wenn sie dann rübergehen, sie können auf Wiedersehen sagen und Goodbye und Bier und dann ist okay. Aber man ist eine Belebung für den deutschen Basketball. Und sind, wollte ich mal sagen, für eine Mannschaft ein ungeheurer Gewinn. Ja, auch für die Zuschauer. Und Sie haben den Aufschwung in Hagen gesehen mit dem Wilkins. Das ist nur durch den Wilkins gekommen. Unheimlich viele Zuschauer in Heidelberg aus Hagen. Ja, ja, die haben das sehr geschickt gemacht. Die haben am ersten Tag, wie wir die Karten vorverkauft hatten, haben die Karten zum Teil aufverkauft an einer Vorverkaufsstelle. Bis sie das dann gestoppt haben, dann waren 300, 400 Karten eh weg. Und 500 hatten sie schon, aber ich nehme an, dass 1000 von Hagen dabei waren. Aber das war okay, das war eine dufte Atmosphäre. Und wie Sie sagten, ist die nächste Saison in Hagen schon wieder ausverkauft? Was nächste Saison hat mir gerade eben einer erzählt, die wären in Hagen schon wieder ausverkauft. Wenn wir das in Heidelberg machen würden, würden die Leute denken, wir wären verrückt. Wenn wir heute hingehen würden, würden sie sagen, ihr könnt ihr Karten kaufen für das nächste Spiel gegen Bayern München ist er weg oder für Hanau oder gegen eine andere Mannschaft. Die würden sagen, die sind verrückt, die sind größenwahnsinnig geworden. Aber man sieht also, wie die Begeisterung eine ganze Stadt dann mitreißen kann. Ja, das kann nur gut sein für den Basketball. Fein. Sie sind in Mainz geboren. Ja, ja. Sind jetzt 30 Jahre alt, glaube ich. Ja, genau. Haben als Tennisspieler begonnen. Ja, ein bisschen Tennis. Fachleute sagen, viel zu spät mit dem Leistungssport begonnen. Deshalb seien sie auch so schlaksig. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Ich habe sie noch nicht allzu oft Basketball spielen sehen. Ja. Sie sollen ein bisschen anfällig sein, halt so, weil eben die Athletik bei ihnen noch nicht so drin ist. Ist das alles richtig, was ich sage? Ja, zum Teil ist auch richtig, was ich sage. Das ist auf jeden Fall falsch. Sie sind immer noch so herrlich frech, wie Sie früher waren. Ich kenne Sie schon einige Jahre. Ja. Aber es macht auch sehr viel Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie haben Volkswirtschaft studiert, fertig gemacht und dann nochmal gewechselt. Ja, gewechselt nicht. Ich bin jetzt seit gestern Studienreferendar in Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Studienreferendar in Baden-Württemberg, im Oberschulamt Karlsruhe in Heidelberg an der Hans-Lehrenstadt 2. Sie hätten doch in Ihrem ursprünglichen Beruf eigentlich viel mehr Geld verdienen können, wenn wir schon darüber sprechen dürfen. Okay. Man muss da Prioritäten setzen, ob dem einen das mehr Spaß macht, dem anderen das mehr Spaß macht. Wenn man 30 Jahre alt ist, dann muss man irgendwie dann mal sehen für die Zukunft. Ja, klar. Lässt Ihnen denn der neue Beruf mehr Zeit für Ihren Sport? Auch das glaube ich nicht. Also ich war bei Bayer in Leverkusen und dann bei Böhringer Mannheim. Und die beiden Werke und vor allem die Personalabteilung, die waren sehr großzügig in der Beziehung. Die Schule hat man auch eine Verpflichtung der Klasse gegenüber. Und außerdem ist man 30 Jahre alt und da muss man ein bisschen zurückstellen. Also jetzt haben Sie jetzt mehr Zeit, das Geld, das Sie verdienen, in Ihrem neuen Beruf auch auszugehen. Das hätten Sie wahrscheinlich dann als Volkswirt nicht möglicherweise. Ja, da hat man aber mehr Geld. Und jetzt hat man weniger Geld und kannst du so viel aus. Ja, lassen wir das Thema Geld mal weg. Sie sind 2,08 Meter lang. Ich will das Thema nur so ganz kurz antippen. Fühlen Sie sich benachteiligt in irgendeiner Form? Haben Sie den Eindruck, dass... Ja, vor 3 Tagen habe ich mir den Kopf gestoßen. Das war sehr, das war sehr unangenehm. Das war wirklich sehr unangenehm. Aber ich meine so, dass Sie leben doch anders als wir Normalverbraucher mit 1,74, 75, 78. Ich weiß nicht, ob Sie mehr essen oder weniger essen oder mehr trinken oder weniger trinken. Ich auch nicht. Essen Sie sehr viel? Auch wenn ich Hunger habe. Schlafen möglicherweise in einem überlangen Bett. Auch ein schönes Bett. Zwangsläufig. Ein schönes Bett. Ja. Ja. Aber auch ganz normal. Ich meine, man hat schon ein bisschen so. Hopp, siehst du, geht schon los. Das sind die Sachen. Das sind diese Hintergründe, die fallen. Ja, ich habe das nicht für ohne die kleinen Menschen gemacht. Nee, aber bei Kleidern hat man ab und zu mal ein bisschen Sorgen. Ja. Aber da gibt es jetzt zum Glück so Jobs für Leute, für Menschen über 2 Meter. Böse Zungen behaupten, der Mensch fängt erst bei 2 Meter an, aber das sind böse Zungen. Sie werden weiterhin in Heidelberg Basketball spielen? Ja, jetzt fängt es allmählich aus, mit 30 Jahren, da muss man auch mal.
Etwas kürzer treten. Kürzer treten und dann ein bisschen auf die Knochen aufpassen, das ist halt ein großes Problem. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, obwohl Sie heute Abend nicht deutscher Meister geworden sind. Das macht nichts. Es geht trotzdem weiter. Ihr Mut ist ungebrochen, wie ich sehe, und Ihre Natur lässt es zu, dass Sie solche Rückschläge ertragen. Aber das sind keine Rückschläge. Dietrich Keller, bedanke mich sehr herzlich. Sie haben Tennis gespielt zu Beginn. Jawohl. Wie ich schon erwähnte. Wollen Sie mich fordern? Nee. Spielen Sie noch? Ja, ab und zu. Jetzt gehen Sie auch mal hingucken oder so? Dann und ja. Interessiert den Tennissport? Ja, ich kenne Kurrutsch und ein paar von den deutschen Spitzen. Deutschland ist ja eigentlich aufgeschlossen dem Tennissport gegenüber. Doch, hat eigentlich eine Menge Anhänger. Ich kann mich erinnern, dass also im vorigen Jahr beispielsweise Weltturnier in Köln eine Riesenbegeisterung war. Aber jetzt in München ist München schwach. Darauf wollte ich jetzt kommen. Gut. Erstaunlicherweise, denn guter Sport wird geboten, aber möglicherweise ist das Wetter zu schön und die Preise zu hoch, die Karten sind zu teuer. Jedenfalls soll heute ein sehr gutes Tennisspiel dort in der Olympiahalle ausgetragen worden sein. Rolf Kramer, der dort ist als Kommentator, wird das möglicherweise noch einmal. Da wären wir. Willkommen in Genua, Contessa.